Meine Damen und Herren, darf ich präsentieren Gustav mit F und... Hola, señoritas und señori. Willkommen zum Gaststream heute. Wir machen heute Mole Pablone, bevor wir weitermachen. Wir machen nicht das Rezept, was gerade verlinkt wurde, sondern wir machen ein Rezept von Rewe. Chili-Schokosauce Mole Pablone. Poblano. Po? Dann bla. Wo ist der Tequila? Okay, wir haben natürlich kein Tequila, aber we do have some Corona. Kannst du mir da so eine Scheibchen von abschneiden? Also nein, okay, dann lass mich das lieber machen, bevor ich dir erklären muss, wie ich das haben will. So ein Ding. Also ein Dreieck. Ja, wie würdet ihr das dann erklären, Chat? Wie heißt das? Eine Spalte, ja! Oder eine Spalte. Wenn jemand eine Spalte sagt, dann denke ich an irgendwas Perverses, wenn ich ehrlich bin. Ey, Pupu, zeig Spalte! Worauf trinken wir? Bitte nicht auf Spalten. Wir machen heute Mole Pablone. Poblano. Poblano. Das ist quasi das Nationalgericht Spaniens. Mexikaniens. Mann, ey, ich möchte Mexikaniens. Mexikos. Was normalerweise nicht damit verbunden wird, weil man halt immer nur die anderen Sachen kennt, die Texe-mexikanisch sind. Die gar nicht in Mexiko erfunden wurden. Das ist eine scharfe Schokosoße. Scheiße, was tun wir uns da an? Und wir machen dazu einfach Reis und Hähnchen. Das ist gar nicht in dem Rezept drin. Das Rezept ist nur für die Soße. Aber so. Bei der Soße steht immer, passt am besten dazu und man isst es meistens dort so. Ich habe mir jetzt übrigens so ein Pad geholt, einfach nur, dass wir immer das Rezept bei uns rumfliegen haben. Als ob der Fernseher schon reicht, ne? Fuck off. Wirklich, vom ganzen Herzen, fuck off. Was ist das für eine Person? Die Beste. Sie ist auf dem Weg hierher anscheinend mehrfach angepöbelt worden. Oh ja. Ich wollte zur Post einen Brief wegschicken und dann zu Georg. Auf dem Weg zur Post werde ich schon angehupt aus dem Auto. Ich reagiere eh schon nicht auf sowas, weil ich bin ja kein... Ich reagiere nicht auf Hupen. Wer reagiert denn da drauf? Welche Frau denkt sich, von dem lasse ich mich jetzt aber flach liegen? Auf dem Weg zur Post angehupt. Auf dem Weg zurück von der Post. Hier dieses Psst, 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 Psst. Ich bin kein fucking Hund, der so, ja, komm, wenn du mich an, pssst, ne, ignoriert. An der Kreuzung höre ich schon so, oh mein Gott. Und da fahren so die Kurve, ich höre so, krrr, denke so, oh Gott, sind die irgendwie dagegen gefahren oder was? Da war irgendwas auf dem Boden gewesen, wo ihr drüber gefahren seid. Ich dachte so, bäh, Leute, guck, wo ihr hinfahrt. Es geht weiter. Ich jogge weiter zu Georg. Kurz, wo ich bei Georg ankomme, sehe ich da so einen großen Sprinter in grün. Die Person fährt an den Straßenrand, das Fenster runter. Ich denke mir so, okay, der will vielleicht irgendwas fragen. Vielleicht will er nach dem Weg fragen, irgendwas, keine Ahnung. Ich hab's eilig. Ich so, was? Also, ja, warum rennst du? Ich so, ja, ich bin spät dran, ich hab's eilig. Also, ich nehm nicht mit. Ich so, es ist um die Ecke. Also, ich nehm nicht mit. Ich so, es ist um die Ecke, ich muss weg. Dann so, ja, ich wollte dich kennenlernen. Ich so, ich wollte dich kennenlernen, ja, ja. Aber wirklich, das meine ich halt dann auch jedes Mal. Jetzt einfach nur Hand aufs Herz. Welche normale Frau sagt sich dann, ja, vor allem, ich bin schon am Sprinten, das heißt, ich hab's ja eilig gerade, ne? Ja. Und er so, ich nehm dich mit. Ich so, es ist um die Ecke. Und er trotzdem, ich nehm dich mit. Ich so, es ist um die Ecke. Aber ich stimme Chat jetzt gerade mal zu. Luft holen, Niki. Ja. Du bist ja gerade echt. Aber ihr habt alles verstanden, oder? Schlimm mit dir. Wir fangen an, indem wir die Chilis machen. Und das ist jetzt quasi das Spannendste, weil das ist eine Sache, mit der ich null Erfahrung habe. Also wirklich null. Very hot steht hier drauf, Chat. Passt so wie ihr beide. Very hot. Ja, 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 ja. Also Chilis machen mir Angst. Ich bin da ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber echte Chilis, so wie das hier, machen mir richtig Angst. Weil, guckt mal bitte, jetzt ohne Mist, Chat. Guckt euch das an. Das sieht aus wie eine kleine Paprika. Ja. Wenn ich da jetzt reinbeißen würde, dann könnte ich sein, dass ich einfach daran ersticke. So schaffe ich es doch gar nicht. Okay, die vielleicht nicht. Okay, nicht die Jalapeno, okay. Die sieht so unscheinbar aus. Einfach nur eine fucking kleine... Bläh. Da werde ich auch nicht für 100 Subs reinbeißen. Don't even. Also vor allen Dingen, wie schlimm wäre es dann bitte, wenn das wieder rauskommt hinten? Alter, einfach auf der Toilette sitzen, sich überall festhalten, nur... Kriegt ihr Frau ein Kind? Nö, die kackt mit dem Chili raus. Alle, die mitkochen wollen, gerade so, wann fangen die endlich an? Also ja, die Chilis in einer Pfanne anrösten, aber nicht schwarz werden lassen, dann entkernen. Also quasi, wir schmeißen die so rein. So lustig. In feine Ringe schneiden und in eine Schüssel geben. Mit kochendem Wasser aufgießen und 30 Minuten ziehen lassen. Sesam anrösten, Chilis dann trocken tupfen und mit Sesam in einem Standmixer geben. Du siehst aus wie durch den Kleiderschrank gestolpert. Und das ist die Wahrheit, denn ich ziehe einfach Sachen an. Ja, heute ziehe ich das da oben an und am nächsten Tag das dann daneben. Warum hast du eine Badehose an? Ich trage ohne Mist gerne Badehosen, weil die mein Gemächt und meine Eier festhalten. Was?
Ja, Badehosen von Männern haben ja so ein Netz innen nochmal. Ja. Und das finde ich voll so praktisch, weil dann ist das alles so gesichert und kann nicht so viel rumfliegen. Kein Helikopter im Stream. Kein Helikopter im Stream. Siehst du, kein, ne? Auch nicht aus Versehen. In feine Ringe schneiden. Ab jetzt müssen wir ganz klar Regeln behalten und zwar nicht mehr ins Gesicht gehen, wenn man die angefasst hat. Ganz wichtig gerade. Wie gesagt, so Paprika tausendmal berührt und immer wieder so, oh, einfach noch kurz in den Mund stecken. Würde ich das jetzt machen, wäre ich danach traurig. Paprika tausendmal berührt. Tausendmal ist und nichts passiert. Und eine Jalapeno und es hat Boom gemacht. Und es hat Boom gemacht. Junge, die besteht ja fast nur aus Kernen. What the fuck? It's only Kerne. Nothing else. It's only Kerne. Boah, Junge, da kommt gerade eine Schärfe in meine Nase. Da muss man echt aufpassen. Das ist krass. Ich bin der Hauptcharakter. Du hast doch keine bunten Haare. Du hast gar keine Haare. Na und? Es gibt auch glatzköpfige Hauptcharaktere. Ja, auch nur in One Punch Man. Nee, es gibt auch andere. Mhm. Wo? Mir fällt keiner ein. Agent 47, ja, natürlich, aber irgendwas, wo man levelt? Die haben alle Haare, ne? Schmutz, Mensch, ich kann mich nicht damit identifizieren. Kratos, ja, 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 ja. Nee, auch von Borderlands 1, der Brick. Hat der? Nee, der hat keine Glatze, ne? Ja, scheiße, Mann, ey. Ich fühle mich nicht repräsentiert von den Medien. Ich will halt einfach Glatzkopf sein. Sesam anrösten. Das können wir natürlich jetzt in der Zwischenzeit machen. 0,25 Esslöffel. Wie viel haben wir an Sesam gekauft? Das ist wie Popcorn gerade. Ja, es sollte reichen natürlich. Guckt es euch an. Einfach so. Und mit kochendem Wasser aufgießen und 30 Minuten ziehen lassen. Sesam anrösten, Chilis dann trocken tupfen und mit dem Sesam in einem Standmixer geben. Oh, okay, Sesam wird sogar echt mit Mandeln, Rosinen, gehackte Zwiebeln, Zimt und eine halbe Tasse Hühnerbrühe dazugeben. Und dann halt weiter. Bzzzen. Ihr beiden seid hihihihi, verstehe. Das ist halt so, guck mal, der hat einen Pillermann und sie hat Bubs und deswegen. Das ist ein 14-jähriger Mann. Was denn? Ja, ich hab einen Pillermann. Das ist denn jetzt die Wahrheit? Das kommt jetzt dann hier offen raus. Ja, ich auch. Mach du den Reis, ich kümmere mich ums Fleisch. Im Rezept steht eine Tasse Reis. So eine Tasse, so eine Tasse, so eine Tasse, so eine Tasse. Mit sowas Tasse, muss ich mich Tasse hier abgeben. Das ist relativ. Mit sowas. Ich hab irgendwie diesen dummen TikTok-Tanz im Kopf. Welchen? Ja, dieses. Irgendwie sowas. Ich hab die ganze Zeit nur Somebody Come Get Her. She's dancing like a stripper. Somebody Come Get Her. She's feeling all the liquor. Ihr beiden zusammen. Mit den Pisacken. Ja, ich finde, das gehört aber auch dazu, oder? Ich finde das auch unter Freunden ganz wichtig. Das finde ich auch ganz komisch, wenn du zum Beispiel Warzone-Runden hast und dann hast du halt deine coolen Kumpels, die du wirklich gerne hast und dann macht ihr euch gegenseitig mal fertig. So, bei uns ist das jedenfalls so. Und dann sind halt Leute im Chat so zu, hör, aber ich dachte, ihr mögt euch. Ja, wie gehst du mit deinen Freunden um? Je enger die Freunde sind, desto mehr musst du denen den Arsch bohren. Einfach damn. So, wir haben den Chili jetzt hier. Da stand er zwar trocken tupfen, aber fuck it. Einfach so. So, Zimt kommt dazu. So. Nicht zu viel Zimt. Alles in ca. 2 Minuten zu einer glatten Paste überwirken. Ist ein Esslöffel stand da. Hast du gerade einen Esslöffel benutzt? Oder einen Teelöffel? Stand da nicht Teelöffel? Oh. Dann lass mich was Zimt rausholen. Oh, sagt er. Zimt ist auch nicht schön. Alter, boah, die Schärfe kommt jetzt so in die Nase gerade. Ich will die Flüssigkeit haben, aber ich will doch eine Paste haben, oder nicht? Also verwirrt. Alles, was unten rauskommt. Okay. Ich reibe das gerade hier ein und guck mal, wie das aussieht. So komplett anders, als ich gedacht hätte. Ich verteile das gerade so richtig da drin, ne? Jetzt, wie das aussieht, Chat. Halt eine ja, ne? Ne, schon eher dickflüssig natürlich. Olivenöl in einen Topf erhitzen, die Paste hineingeben. Da steht aber jetzt noch schon ein Unterrühren, so lange vor sich erwärmen, bis eine glänzende Paste entsteht. Dann nach und nach die übrige Brühe und den Zucker einrühren. Übrige da kommt, Brühe? Hättest du die Hälfte von reintun dann vielleicht? Ach, eineinhalb. Da kommen, wie, warte mal, wie lange dauert das noch? Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, das soll so aussehen, Chat. Willst du kurz zeigen? Das sieht gerade sehr, sehr toll aus. Ich finde das so spannend, was dazu alles gehört, ne? Wenn ich mir vorstelle, was ich in meinem normalen Alltag für Essen mache und was die Deutschen oftmals auch so an Gerichten haben, wo einfach nur einfach so Sachen zusammengeschmissen werden gefühlt und was man hier alles machen muss, finde ich voll spannend. Und jetzt werden wir da drin die Brühe noch reingeben und es für 15 Minuten lang einfach einkochen lassen. Achso, und Zucker. 0,5 Teelöffel Zucker. Ist Niki mega groß oder Gustav einfach klein? Wir sind ungefähr gleich groß. Je nachdem, wie wir stehen halt, ne? Guck mal, jetzt ist sie gerade größer. Jetzt kommt. Guck mal jetzt. Jetzt bin ich größer. Holy shit. Bah! Ignoriert mal diese Frau. Wer ist dieser Boy? Oh, Baby!
Wir müssen uns mal ganz kurz um die Schokolade kümmern, weil wir brauchen ja gar nicht so viel. Geh mal bitte aus dem Weg, Geldverdiener. So, Schokolade hier. Wir brauchen nur 25 Gramm angeblich. Ja. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, ne? Küchenwaage? Ja, das sind 200 Gramm, da brauchst du halt, das brauchst keine Küchenwaage für. Und das ist ziemlich gut. Komm, willst du testen? Komm mal, Chad! Let's go, Chad! Nein! Warte, warte! Du Hure, so! 26 Gramm, du. 26 Gramm. Also ich würde sagen, das ist noch nicht die Konsistenz eines Milchshakes. Das ist ja eher so die Konsistenz von Dünnschiss. Yes, I'm sorry, but it's true and it's the best measurement I can have. Mal ein bisschen Schokosauce drin, das kannst du mal sagen. Umarm mich. Meine Damen und Herren, jetzt kommt das Wichtige. Jetzt kommt die Schokolade rein. Oh mein Gott, guck mal, die braunen Spuren. Boah, das riecht direkt so anders, what the fuck. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind fertig. Chat, guten Appetit. Wir haben gar keine Storys gemacht heute. Schon, wie beim letzten Mal schon nicht. Wir leben den Moment, Niki. Jetzt? Kommt der entscheidende Moment. Ja. Was bin ich hier schmeckend? Was ist das denn? Das ist so komisch. Ist nicht scharf geworden. Das ist nicht scharf geworden, ne? Also ja, ich schmecke jetzt schon, jetzt wo ich es wieder runtergeschluckt habe, schmecke ich schon noch Schärfe im Nachgeschmack. Es ist wie etwas, was ich noch nie in meinem Leben geschmeckt habe. Ich esse gerade Schokolade zu Hähnchen. Was zum Henker ist das? Ich glaube, ich brauche noch einen Moment, um überhaupt zu wissen, ob ich das mag. Also die Soße schmeckt in erster Linie herb und dann eine Schokonote dazu. Also es ist nicht so, als wenn wir jetzt Schokolade schmelzen würden und darüber kippen würden. Das absolut nicht. Es ist eine herbe Soße, weil offensichtlich mit der ganzen Brühe. Du hast aber auch natürlich einen nussigen Anteil durch die Nüsse. Also komplett verstörend, der Schokogeschmack. Der macht, ich verstehe ihn nicht. Ja, wir hätten mehr Schärfe nehmen können, das stimmt schon. Ich glaube, das wäre auch wichtig gewesen. Weil wir dann noch einen Anteil mehr hätten, der das Schokolade bekämpft. Die Schokolade ist für mich gerade mit Abstand das, was am meisten rauskommt. Und wir haben, Alter, 25 Gramm Schokolade gemacht auf die Menge und es ist einfach, du schmeckst nur Schokolade quasi. Jetzt wäre ich auf jeden Fall ausnahmsweise auch jemand, der sagt, ich würde das echt gerne im Restaurant essen, um zu wissen, wie andere das richtig machen. Mhm. Dadurch, dass ich nicht weiß, wie es schmecken soll, bin ich verunsichert gerade. Mhm. Ich tendiere eher so zu nicht so, also im Sinne von, weil es ungewohnt ist. Ich glaube nämlich auch, dass das mein Problem damit ist. Mhm. Das ist anders. Einfach die Tatsache, dass du zu Fleisch Schokoladengeschmack hast. Ist für mich ganz komisch. Mhm. Langsam kann ich in Worte fassen, was ich fühle. Was ich zum Beispiel gerade empfinde, ist, die Soße kaschiert den Geschmack von dem Huhn. Also eins kann ich zu 100% sagen, du schmeckst nicht eine einzige Röstarome aus dem Hähnchen. Das Hähnchen ist wunderschön angebraten, hat schöne braune Verteilung, ganz toll, würde eigentlich unfassbar schön schmecken. Die Soße ist 10-mal so intensiv wie jeder Geschmack, den dieses Hähnchen abgeben könnte. Das ist wie, ich habe die Textur vom Hähnchen und den Geschmack von der Soße. Also auch wenn es so fremd schmeckt, schmeckt mir das tatsächlich besser als die Fischsuppe letztens. Krass, die Fischsuppe war so lecker. Ich fand die so schrecklich, die Fischsuppe. Ich glaube, meine ehrliche Meinung, müssen 4 sein. Interessant, es probiert zu haben. Aber all das, was es ist, ist es irgendwie nicht gewesen. Und ich schmecke auch, egal ob ich Reis drauf tue oder Hähnchen noch dazu, ich schmecke nur das. Das ist für mich eine 4. Na, wir wissen ja, dass ich ja eine Naschkatze bin und süßes Zeug eh mag. Aber wie gesagt, es schmeckt so ungewohnt, wie gesagt, Schokolade auf Fleisch. Aber für mich schmeckt es, wie gesagt, besser als der Fischeintopf letztens. Ja, das ist ja auch nicht schlecht, du mochtest es ja überhaupt nicht. Deswegen gebe ich dem eine 5. Aber es ist auch nichts für dich, also eine 5 ist ja keine gute Wertung. Also ich will jetzt, möchte jetzt nicht irgendwie jetzt nochmal essen wollen. Also vielleicht irgendwann, wie gesagt, im Restaurant zu gucken, wie es schmecken sollte vielleicht. Aber so unter normalen Umständen, passt mir nicht. Süß und salzig wird viel kombiniert. Und da stimme ich dir zu, das ist jetzt erstmal nicht direkt negativ. Aber wir haben hier Schokolade, vor allem zartbitter natürlich nochmal, super kaschierend vom Geschmack. Es ist einfach intensiv. Scheiße, Mann, ey. Ja, Geschmäcker sind verschieden. Wir haben gerade etwas gekocht, was einer ganzen Nation wahrscheinlich wirklich schmeckt. Wo ganz viele Leute wahrscheinlich das als ihr Lieblingsgericht sogar bezeichnen würden. Und wir gehören nicht dazu.